So, liebe Leute, willkommen zurück zu bei Grid und wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil Hypercard Night Challenger aus drei Rennen. Sejong, Havana und Sydney. Los geht's. Diesmal nehmen wir den Agera. Mal was Neues nehmen. Ferrari haben wir schon gefahren, den Bugatti haben wir, glaube ich, schon gefahren. Und jetzt haben wir den Wagen. Ja. So, mal gucken, wie wir diesmal abschneiden. Wie gesagt, Sejong ist die erste Strecke. Unser Teamkollege auf 5. Müssen wir uns auch einen neuen Namen gewöhnen. Das ist jetzt klar. Hier sind wir mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Okay, darauf kommen wir gleich zurück, denn jetzt geht es los. Platz 14 starten wir, Platz 15 der Teamkollege. Aber es ist nicht tragisch. Ich ging es hoffentlich schon irgendwie halbwegs gut hin, eine gute Zeit hinzubekommen. Wundere dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Nichts Neues. Das kann ich Strafe jetzt kriegen. Der wird jetzt auf jeden Fall nicht freiwillig vorbeilassen. Jetzt aber. So, verstanden. Gib dir mal die Anweisung, das jetzt zu überholen. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Und dann holen wir uns den anderen Kollegen von außen direkt mit der Außenlinie. Und jetzt. Gutes Tempo. Mach in Runde 2 ein paar Plätze gut. Hey, bleib lieber auf Abstand, das damit sich die Lage wieder warum beruhigt. Warum das Auto nicht bremsen wollte. Mich anzublinken da hinten. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Mach das mal. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. So, Runde 3 sind wir jetzt mittlerweile schon. Das war die Hälfte des Rennens. Man ist gelegentlich lang geworden, ne? Dann führen wir ein Rennen an. Der Auftakt war das gar nicht mal so schlecht. Es sind noch eine Runde danach. Also wirklich, am Sitzen können wir uns aber auch momentan einfach nicht, weil die Strecke einfach viel zu kurz ist. So, letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Nimm mal für den Kollege auf dem Angreifen, als Kollege. Okay, angreifen bestätigt. Ja, und er ist vorbei. Er geht, oder geht er vorbei? Geht er vorbei? So, wir haben unsere Rennen auf jeden Fall schon mal entschieden. So, ich glaube, das dürfte trotzdem ein 2 gewesen sein. Jawohl, ist es auch. Und der war sogar schneller als wir. Von der Zeit her, okay. Hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass er da jetzt nochmal nachlegen kann. Aber egal, sei es drum. Sei es drum. So, Rennen Nummer 2.
So, wir starten auf 4 und 6, okay? Mit dabei. Okay, Havanna, wir haben wie immer spektakuläre Fahrkünste auf dem Programm, denn das hier ist die einzig wahre Grid World Series. Es gibt nichts Vergleichbares. Was für eine Veranstaltung, Kristen. Ja, ich kann kaum erwarten. Warte, mir wurde so, Havanna Park Spin, 2,1 pro Kilometer lang, 4 Runden, die uns heute anstehen. Wieder regnet es. Ja, was würde da hinten alle nachdrücken? Kann ich nichts machen. Okay, jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir durch und wir gehen in Führung. Da war einmal eine kleine Lücke da und die haben mich einfach mal kurz eben genutzt. So, da gab es irgendwo Berührungen, aber das ist für mich jetzt egal. So eine gute Minute fahren wir nur. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Ja, aber Mann, rückt die Karre so weg. Kollege macht wieder das, was er so machen soll. Mittlerweile arbeitet er sich so ein bisschen ins Feld rein. Gut, er ist jetzt zweimal den Glück hat, dass er ordentlich nach vorne starten konnte. Jetzt hat er auf den Abstand ein bisschen rein. Du hast die Hälfte des Rennens hinter dir. So, ja, Runde 3 sind noch 2 Ründchen, die wir jetzt haben. Also eine Prestige hier noch. Geht es gleich in die letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ah, das ist mein Ziel, das vorne. Einmal vorne zu bleiben. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ich gebe nochmal ein bisschen Anweisung. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, der Abstand ist auch ziemlich groß mittlerweile. Aber ich will aber ein bisschen wegkommen hinten vom Bereich des Feldes. Gewinnen diesen zweiten Lauf auch ohne Probleme. So, geht jetzt gleich weiter in den dritten Lauf. Und diesmal haben wir unsere schnelle Runde gefahren. Das war im letzten Lauf ja nicht so der Fall. So, jetzt geht es gleich weiter in den
Mal gucken, wo wir jetzt gleich sind. Und wir starten diesmal von 2. Sehr gut. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Ja, BFM Circuit. Und wir starten mal von der aus der ersten Reihe. Wir haben 3 Runden, die heute uns anstehen jetzt. Ja, jetzt heute manche. Ja, da muss ich sie im Vortritt lassen, irgendwie. Warum auch immer. Okay, angreifen. Ich versuch's weiterzugeben. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. So, dann decke ich dich halt aus, Nick. Dann snack ich dich halt auf der ersten. Auf der Außenbahn, Nick, so. Ah, ich dachte schon, es wieder Stützi gerade. Aber ist es nicht. Die Runde ist mit dieser Strecke ein bisschen länger, also ich glaube so lang wie die letzten, also da ungefähr genauso lang wie die letzten beiden Checks zusammen, aber naja, alles gut. Bleib an der Spitze. So, 1,45 ist die Bestzeit, die wir gerade jetzt haben. Push, push, ich geh's weiter. Geh mal ein bisschen Gummi da hinten. Okay, angreifen bestätigt. Sei, dass du das vielleicht noch als Mordes überholst, dass du irgendwo da durch das Film durch das Podium gehst. Naja. Ist ein bisschen. Die Strecke aber macht's nicht ganz einfach, aber viele, viele Kurven dabei sind hier. Das würde ich kaum mal Möglichkeit, Gas zu geben. Gerade, oder? Das hat sich aber auch ein bisschen abgesetzt. Letzte Runde. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. So, versuchen natürlich klar nochmal. Beste Zeit zu sitzen.
Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ich hoffe, dass er das eine oder andere Auto noch kassiert. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Einer hat er schon mitgenommen, ich habe noch 5. Erst in meinem Mann der Platz 2 jeweils bei ihm. So, in der nächsten Folge hoffe ich, dass wir auch wieder so zwei, drei Dinge haben. Ich habe jetzt, geht jetzt nur bis zum Ende. Es sind am Ende zwei Vierer dabei, aber das glaube ich, war es. Viel haben wir heute, haben wir jetzt nicht mehr zu fahren. Ja, mal. Okay, angreifen. Ich gebe es weiter. Gib mal bitte ein bisschen Gummi da hinten, damit ich. Oh, okay, genau das ist das. Gut, dass der Abstand noch relativ groß war. Warum der mir so weggegangen ist, gerade? Nach dem Motto, der nervt, das kannst du mal vergessen. Den hau ich dir noch kurz auf den Ziel weg. Ah, einer oder komm, krieg doch einen. Vierter soll gewonnen, Minimum. Ich hab's dann Gott sei Dank noch hingekriegt. So. Gut, dann. Oh, das hast du doch noch gewonnen. Oh, das ist doch gut. Freut mich. War da doch noch sein Podium gut, dann würde er wahrscheinlich sogar Zweiter an der Dingswertung werden. Mal gucken, aber wir werden sehen. So, Sekunde. Jo, wir haben es geschafft. Tatsächlich Doppelpodium für uns. Also sprich 1 und 2. Und damit ist das Thema durch hier und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei den Track Day Specials Europe. Bis dann. Tschüss.